Über 3 Millionen Haushalte hierzulande sind überschuldet. Und die Zahl der sogenannten Privatinsolvenzen, ja, die steigt wieder. Trotzdem wird weiter munter auf Pump gekauft. Und die Banken, die machen es einem ja so richtig leicht, bieten selbst Geringverdienern großzügig Kredite an. Aber Achtung, da kriegt man teilweise horrende Zinsen berechnet oder man bekommt einen Kreditrahmen eingeräumt, der angesichts des eigenen Einkommens viel, viel zu hoch ist. Ja, wenn man da nicht aufpasst, dann kann man so richtig in die Schuldenfalle tappen. Mein Kollege Klaus Eckert hat das für uns getestet und zeigt jetzt, wie einfach es ist, etwa im Elektromarkt auf Pump einzukaufen. Wir treffen Schuldnerberater Johann Tillich. Mit ihm wollen wir herausfinden, wie leicht wird es einem gemacht, auf Kredit einzukaufen. Unsere Testkundin Stefanie Dietl, 22 Jahre. Schauen Sie, ich habe hier meinen Steckbrief mitgebracht, ja. Was ich netto im Monat verdiene und was ich so für Ausgaben ja, im Monat okay. habe. Stefanie arbeitet als Sekretärin. Im Monat verdient sie 1476 Euro netto. Nach Abzug der Fixkosten, Miete, Versicherung, Leasingrate fürs Auto hat sie noch rund 900 Euro zum Leben. Einen kleinen Kredit könne sie sich noch leisten, meint Schuldnerberater Tillich. Ihre Belastungsgrenze eine Monatsrate von 200 Euro für Zins und Tilgung. Mehr sei nicht drin. Was drüber rausgeht, kann sie nicht mehr packen, weil sie hat dann zu wenig zum Leben übrig und sie wird irgendwann weitere Schulden aufnehmen müssen und die Schuldenspirale wird sich drehen. Mit versteckter Kamera begleiten wir unsere Testkundin in einen Elektronikmarkt. Ihr Auftrag? Einkaufen auf Pump. Stefanie sucht sich einen Flachbildfernseher aus, einen Laptop und eine Kamera. Macht alles in allem 4.177 Euro. Anzahlen könne sie nichts, erklärt sie dem Verkäufer. Sie wolle alles auf Kredit kaufen. Man bittet sie in einen Nebenraum zur Finanzierungsberaterin. Die Frau fragt nach Personalausweis, EC-Karte und Lohnabrechnung. Die Daten übermittelt sie der Partnerbank der Handelskette. Wenige Minuten später ist das Angebot da. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder zahlen Sie den Betrag von 4.177 Euro mit einer festen monatlichen Rate ab 144 Euro oder wir stellen Ihnen eine EC-Karte aus. Dafür müsste Stefanie bei der Partnerbank des Elektronikhändlers ein Konto eröffnen und könnte dann sogar für 4.500 Euro auf Pump einkaufen, egal wo. Der Haken? Fast 16% Zinsen, wenn sie so den Einkauf finanziert. Dann schon lieber ein Ratenkredit mit Festverzinsung, meint Schuldnerberater Tillich. Die Kreditkartenfinanzierung mit über 16% oder ca. 16% einfach so teuer. Man sollte wirklich die Hausbank befragen, da bekommt man es mit Sicherheit günstiger. Bei ihrer Hausbank darf Stefanie ihr Konto nur bis 1.000 Euro überziehen. Hier bot man ihr mehr als das Vierfache, obwohl sie weniger als 1.500 Euro netto verdient. Die Partnerbank des Händlers teilt uns später mit, die Finanzierungszusage sei nur vorläufig gewesen, vorbehaltlich der Prüfung einzelner Unterlagen. Der Elektronikmarkt wiederum erklärt, verantwortlich für die Finanzierung sei die Bank und außerdem müsse jeder Kunde selbst entscheiden, ob er einen Kredit in Anspruch nimmt. Wir besuchen einen anderen Elektronikmarkt. Der Großeinkauf auf Kredit. Ob das auch hier so einfach geht? Wieder wählt Testkundin Stefanie einen teuren Flachbildfernseher. Kostenpunkt 2.299 Euro. Dazu ein Soundsystem und einen Kühlschrank. Macht unterm Strich 5.142 Euro. Hier übernimmt die Verkäuferin gleich auch die Finanzierungsberatung. Sie verlangt Stefanies Personalausweis, ihre EC-Karte und eine Gehaltsabrechnung. Die Angaben übermittelt sie der Finanzierungsbank und die bietet 5.000 Euro Kredit an. So wäre das möglich. Dann können Sie die Geräte mitnehmen, wenn Sie wollen. Der Zinssatz 15,9%. Dafür könnte Stefanie Waren im Wert von 5.142 Euro mit nach Hause nehmen, bei einer kleinen Anzahlung von 142 Euro. Solche Angebote verleiten dazu, immer häufiger auf Pump zu kaufen, meint Schuldnerberater Johann Tillich. Ich kann hier finanzieren, woanders bekomme ich es günstig und bei mir habe ich 5, 6, 7 kleine Raten zu bezahlen und die treiben die in die Insolvenz. Also eine Frechheit von der Bank, ungesicherte Darlehen rauszugeben ohne Bonitätsprüfung. Wir fragen im Markt nach. Warum kann unsere Testerin so leicht einen so teuren Einkauf auf Pump finanzieren, ohne dass ihre Zahlungsfähigkeit genau geprüft wird? Die Leute haben immer weniger Geld in der Tasche und wenn unser Geschäft zu 40% aus Finanzierung besteht, werden uns 40% wegbrechen, wenn wir das oder 20% wegbrechen unseres Umsatzes, kann sich kein Unternehmen leisten. Keins. Egal in welcher Situation das Unternehmen steht.
Aber das ist ja wieder die Schwierigkeit. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche und kriegen dann die Raten. Also sie haben das Geld ja nicht. Sehe ich ein. Auf der anderen Seite kann das nicht mein Problem sein. Die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu bewerten, das sei Sache der Bank. Und die teilt uns mit, erst nachdem sie alle Unterlagen durchgesehen habe, gebe sie verbindliche Zusagen. Auf der Basis der vom Verkäufer erfragten Kundendaten und des Auskunftteilmaterials werde eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Dass manche mit solch verlockenden Finanzierungsangeboten nicht umgehen können, zeigt der Fall Nadine Wosnitzer. 29 Jahre, Bürokauffrau. Sie hat Schulden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Wo es nur ging, kaufte sie auf Pump, lieh sich bei verschiedenen Banken immer mehr Geld, lebte jahrelang über ihre Verhältnisse. Man wollte jemand sein, man wollte nicht der Ausgegrenzte sein. Man wollte im Freundeskreis mithalten. Die ersten Schulden machte Nadine Wosnitzer schon als Lehrling. Von der Hausbank bekam sie damals einen Dispo in Höhe von 1.000 Mark. Den schöpfte sie voll aus. Dass Geld leihen auch Geld kostet, daran dachte sie nicht. Ich wusste damals noch nicht mal Zinsen. Was ist das? Wie hoch sind die Zinsen? Mir hat ja keiner eine Beratung gegeben. Mir hat ja auch keiner gesagt, achten Sie darauf, dass Sie das nicht zu krass überziehen. Kredite für Anschaffungen. Noch immer sind sie leicht zu haben. Wir begleiten Testkundin Stefanie, Monatsgehalt knapp 1.500 netto, zu einer Filiale der Citibank. Drehen dort mit versteckter Kamera. Stefanie fragt nach einem Kredit über 15.000 Euro, angeblich für neue Möbel. Die Beraterin verlangt den Personalausweis, die EC-Karte und drei Gehaltsabrechnungen. Per Internet erkundigt sie sich bei der Schufa, ob Stefanie noch anderswo Schulden hat. Und dann stellt sie eine überraschende Frage. Haben Sie noch finanzielle Träume und sind Sie an Altersvorsorge interessiert? Das Beratungs- und Verkaufsgespräch dauert insgesamt etwas länger als eine Stunde. Gut, ich werde jetzt das Angebot für Sie mit dem Filialleiter abstimmen. Unsere Testkundin hat alle ihre Daten offengelegt. Das Nettogehalt, die 230 Euro Miete in der Wohngemeinschaft und alle anderen Fixkosten. Etwa 900 Euro bleiben ihr für Ausgaben wie Essen, Kleidung, Benzin und Medikamente. Also, ich kann Ihnen einen Kredit in Höhe von 14.300 Euro anbieten. Dazu rate ich Ihnen, Versicherungen für die Altersvorsorge abzuschließen und auch eine Unfallversicherung. Damit kommen Sie auf eine monatliche Rate von 536,59 Euro. Wir unterschreiben nicht, sondern brechen ab und präsentieren die Ergebnisse Schuldnerberater Johann Tillich. Knapp 15.000 Euro hätte Stefanie geliehen bekommen, zu einem Zinssatz von etwa 13%. Dazu kämen noch die Kosten für die empfohlenen Versicherungen. Alles in allem müsste sie monatlich 536 Euro zahlen. Dieser Kredit ist sehr teuer und sehr hoch. Also ich hätte gerechnet, dass die Bank eigentlich zwischen 7.000 und 8.000 Darlehen gewährt aufgrund des Einkommens. Das Urteil des Schuldnerberaters, höchstens 200 Euro im Monat könnte Sekretärin Stefanie zusätzlich aufbringen. Mehr als doppelt so viel aber hätte sie an die Bank zahlen sollen. Warum eine Bank solche Kredite vergibt, muss man die Bank selber fragen. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. In der Filiale ist niemand zu einem Interview bereit. Schriftlich teilt uns die Citibank mit, etwa jeden zweiten Kreditantrag lehne man ab. Die Bonität werde sorgfältig geprüft. Zitat: Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit Konsumentenkrediten versetzt uns in die Lage, dass wir auch Kunden mit schwächerer Bonität Darlehen gewähren, die sonst keinen Zugang zu dieser Finanzierungsmöglichkeit haben. Nadine Wosnitzer ist durch verführerische Kredite und ihren unvorsichtigen Umgang mit Geld in die Schuldenfalle getappt. Ihr letzter Ausweg, der Gang zum Verein für Existenzsicherung. Hier berät sie Schuldnerberater Johann Tillich. Wir haben jetzt eine vorläufige Bestandsaufnahme mal fertig gemacht und kommen jetzt auf eine Gesamtsumme von 55.989,03 Euro. Okay. Ist ein bisschen mehr geworden, wie Sie vermutet haben. 1.300 Euro netto verdient Nadine Wosnitzer als Bürokauffrau. Ihre Schuldenlast mehr als das 43-fache ihres Monatseinkommens. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Bin mit einer ganz anderen Erwartung hergekommen. Hab eigentlich gedacht, es ist ein bisschen weniger, aber es ist, ja doch, nicht wirklich ein schönes Gefühl. Bei über 100 Gläubigern steht Nadine Wosnitzer in der Kreide. Alle Schulden komplett zurückzahlen, das wird sie niemals schaffen. Selbst wenn sie mit diesen hier Ratenzahlungsvereinbarungen abschließen würde, würden weitere Zinsen auflaufen, sie würde nie runterkommen. Bis zum bitteren Ende nicht. Also
Hier geht nur die Chance raus. Wirklich Ende mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende. Eine sogenannte Privatinsolvenz ist die letzte Hoffnung für Nadine. Nach Ablauf von mindestens 6 Jahren werden ihr die Restschulden erlassen. Bis dahin zahlt sie alles, was sie nicht zum Leben braucht, an ihre Gläubiger. Wie viel das ist, wird im Insolvenzverfahren festgelegt.